dass uns auch in diesem Jahr wieder zuverlässig bei der Veranstaltung unterstützt hat. Vielen, vielen Dank. Ja, dann möchte ich mich noch mal ganz kurz anschließen. Und wir sind zwar jetzt die zwei Großauguste, die hier vorne stehen, aber im Grunde, es ist ja nicht unser Comic-Festival, es ist euer aller Comic-Festival, genießt die nächsten 4 Tage. Ich möchte hier natürlich dann noch auf das Thema eingehen, was sich ja wirklich wie ein roter Faden durch die gesamte Planung und auch eben durch unser Comic-Festival gezogen hat. Das ist das Comicers Land Spanien. Wir haben hier letzte Woche am Samstag schon die erste Ausstellung eröffnet im Instituto Cervantes. Und auch hier nochmal herzlichen Dank für die enorm kooperative und unkomplizierte Zusammenarbeit. Ja, auf diesem Wege überhaupt und all unseren Partnern noch vielen, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht, Comics an ganz, ganz vielen Locations hier im Bereich der Münchner Innenstadt auszustellen. Und es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Wir haben unheimlich viele interessante Menschen kennengelernt, wir haben Freundschaften geschlossen und es war sagenhaft. Schon die Tage vom Festival. Wir sind ganz, ganz sicher, es wird die 4 Tage jetzt so weitergehen. Wo wir beim Thema Freundschaften sind, die wir geschlossen haben in den letzten 1,5 Jahren, kann man sagen, auch vielleicht noch mal kurz die Anekdote, die auch gestern in der Süddeutschen beschrieben wurde, die Dr. Küppers ja auch noch angerissen hat, wie wir tatsächlich zum Comicers Land Spanien gekommen sind. Letztes Jahr war der große spanische Comic-Künstler Michelangelo Prado in München zu Gast. Und glücklicherweise hat sein Verleger, der Eckhard Schott, uns angerufen und gefragt, ja, Prado ist hier in München und ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Ich kenne ein brasilianisches Lokal, wo man gut hingehen könnte. Was hältst du davon? Da habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist ein Spanier, der ist in München. Ja. Und es ist gutes Wetter, ja, also da gehen wir ja nicht zum Brasilianer, oder? Und wir haben uns dann im Augustiner-Biergarten getroffen. Michelangelo Prado war relativ schnell von der Größe unserer Biergläser begeistert, vom Inhalt auch. Und hat uns dann eben auch berichtet, dass er der Leiter des zweitgrößten Festivals in Spanien, in Apollonia, ist. Und das war für uns eben eine Initialzündung, als die neu gekürten Seite des zweitgrößten Comic-Festivals in Deutschland, dass wir jemanden nach Spanien fahren und uns Impressionen sammeln. Wir haben dann wirklich festgestellt, dass die spanische Comic-Szene enorm vielseitig ist, hervorragende Künstler, Michelangelo Prado natürlich in Deutschland sehr populär, Juan Guarnido auch sehr populär, die zwei Schwergewichte der spanischen Comic-Szene. Vor kurzem habe ich auch nochmal irgendwo gelesen, was das auf Spanisch heißt, habe es aber schon wieder vergessen. Ja, ich denke, wenn es Herr Prado da ist, dann bitten wir noch mal auf die Bühne, oder? Genau, Michelangelo. Michelangelo. Ja, bevor wir schon beim Thema Spanien sind,
möchten wir uns natürlich ganz herzlich auch noch bei dem spanischen Generalkonsul, Herrn Heranzo, für die tatkräftige Unterstützung bedanken. Und wir sind sehr froh, dass Herr Heranzo jetzt auch persönlich anwesend ist. Und dazu, dass wir hier zwar vom Wetter her jetzt nicht ganz eine spanische Nacht hinkriegen, aber dann doch zumindest auch am Ende eine spanische Nacht bekommen, muss auch noch ein bisschen spanische Musik im Handgepäck mitgebracht hat. Darüber hinaus, wenn Sie sagen, das Wetter ist nicht spanisch, vielleicht haben Sie nachher die Möglichkeit, nach der Frage mal über das Wetter in Berlin zu reden. Das ist nicht anders. Also, schönen Abend. Vielen Dank. Guten Abend, Herr Berthering, Damen und Herren, Herr Kubles, Lands Hauptstadtreferente und auch sowie auch Spanische Kulturinstitut, Institut de Cervantes, vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Es ist für mich eine große Ehre, dieses Grußwort an Sie zu richten, anlässlich der Eröffnung des 20. Münchener Comics Festival, das dieses Jahr ein bedeutendes Angebot an Ausstellungen, Gesprächen und Workshops zu bieten hat. Und diese Ehre beruht in erster Linie darauf, dass das Festival dieses Jahr meinem Land Spanien gewidmet ist. Zweifellos ist Spanien eine Nation, die im Laufe der Geschichte große Künstler hervorgebracht hat. Dies schließt auch den Comic-Bereich ein. Das Festival gibt dem interessierten deutschen Publikum die Gelegenheit, die Werke und einige Künstler persönlich kennenzulernen. Die Unterstützung durch das spanische Generalkonsulat in München ermöglichte es, vier berühmte spanische Künstler nach München zu kommen. Miguel Ancho Prado, Dani Montero, Juanjo Guarnido und Guillermo May. Diese Künstler widmen sich nicht nur den gedruckten Comic, sondern auch den Zeichen Trickfilmen. So werden Sie die Gelegenheit haben, kommenden Freitag im Instituto Cervantes an einem Künstlergespräch mit Miguel Ancho Prado teilnehmen und einen Film von ihm sehen, der profund ist. Das heißt, die Werke von Miguel Ancho Prado können Sie heute hier im Künstlerhaus genießen. Und am Samstag, den 24. wir im Instituto Cervantes ein weiteres Künstlergespräch mit Juanjo Guarnido und Juan Díaz Canales stattfinden. Es war in Spanien, die die französische Comic-Nation begeistert haben. Ich möchte Herrn Kompa und Herrn Jüngsten vom Comics Festival München und ihre Mitarbeiter für ihre professionelle Organisation dieses enorm umfangreichen Comics Festival aufrichtig danken und Ihnen viel Erfolg wünschen. Mein Dank gilt auch dem Instituto Cervantes in München, das trotz seines umfassenden Frühlingsprogramms zahlreiche Festivalaktivitäten in das Programm aufgenommen hat. Last but not least, meinen Dank richte ich ebenfalls an meinen alten und guten Freund Pedro Soriano, der später heute mehrere Lieder vortragen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Scegli il matrimonio e affetto la realtà. Canto passo l'insonnio e già nadie conosco. Ho tuo indumento e tuo cuerpo e te da perseveranzia. Quedando aquellos dedos.